Und ich will jetzt mir auch mal eine vernünftige Rüstung schmieden. Und jetzt können wir halt, wie gesagt, alles schmieden. Das hätte mir sonst zu lange gedauert. Ich finde die drehtrische Rüstung übrigens am besten. Habe aber keine Ebenerzbahn, weshalb ich vielleicht irgendwas Drachenartiges schmiede. Drachenplatten. Nee, ich könnte mir jetzt natürlich da Drachenarmor schmieden. Habe ich darauf Lust? Es geht. Nehme ich die einfach mal, ne? Nehme ich die Drachenplattenrüstung. Die sieht zwar nicht so cool aus wie das, was wir jetzt anhaben. Aber ich mach's mal. Ne, ich mach's mal nicht. Ich mach das nämlich als Ausstellungsstück, wenn wir wieder im Schloss sind. Also in meiner Heimat. So, wo ist denn? Hier ist die Treppe. Und hier geht's zur zersplitterten Flasche. Das Wichtigste eigentlich, was ich jetzt noch brauche, ist ein besseres Schwert, weil Goldbrand haben wir jetzt schon ewig benutzt. Das kann auch mal ausgetauscht werden. Wo bin ich denn hier? Habe ich mich... Hä? Bin ich aber falsch. Wie ging's doch sonst mal rein? Okay, das haben sie vielleicht geändert. Aber hier ist offensichtlich nicht mehr der Weg. Sehr seltsam. Okay. Was ist denn... Battler-Ecke. Okay. Der andere Weg ist nämlich da hinten irgendwo, was mich sehr wundert. Warum sie das geändert haben, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, muss ja unten Sinn haben. Wofür sind die eigentlich hin? Maribel Amrals Haus. Okay. Weiß nicht, was mir das bringt, jetzt da reinzugehen. Valindors Haus. Okay. Im Rattenweg zu wohnen hier ist aber auch nicht die Erfüllung aller Träume. Hier geht's aber lang. Ne? Genau, hier geht's zum Rattenweg. Und zur Diebesgilde. Die Frage ist, greifen sie mich an? Weil ich es schon irgendwie seltsam finde, dass ich da noch nicht die Abkürzung benutzen kann. Hä? Wo ist denn die Brücke nicht runtergefahren? Was ist hier los? Ich verstehe das nicht ganz. Ich bin so stark, aber ich habe das noch nicht gemacht. Ich kann mich doch erinnern, dass ich das gemacht habe. Ich bitte dich. Das war auch lächerlich. Ich muss mal kurz hier die Zutaten alle wegschmeißen. Was soll das, die drei Herz? Und die kann ich eigentlich auch nicht wegschmeißen. Aber den Vampirstaub kann ich wegschmeißen. Nee. Halt. Halt, wo ist er? Halt. Nee, Vampirstaub. Den brauche ich noch. Ganz vergessen, den brauche ich natürlich noch für eine Quest. Dumpfbacke. Ja, nee. Ein Stein, okay. Ein Holzblock, Stein. Whatever. So, da können wir jetzt einen Shortcut freischalten. Wir sind ja hier bei Dark Souls. Also, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Nee, also wirklich. Mit dem Spiel hatte ich in letzter Zeit genug Probleme. Da will man Dark Souls mal zum Laufen bringen, ne? Funktioniert ja auch, aber auf PC hat er so derbe Frame-Einbrüche. Was mich übelst ankotzt. Hallo. Und dann will man schon einen Mod installieren oder so ein Ding halt, so ein DF-Fix. Der, ja, das halt fixt, dass man 30 FPS flüssig hat. Das funktioniert einfach nicht. Zum Kotzen. Ich bin nicht hier, um euch das Händchen zu halten. Das könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Okay, du bist die. Nee. Hm. Genau. Ich kann wohl mit eurem Gesicht arbeiten. Genau, genau. Schließlich hat ein Bildhauer auch nicht immer den Fakt. Wovon redet ihr? Achso, ja. Dass ihr okay. Wegen eures Gesichts gekommen seid. Damit ich es in etwas Ansprechenderes verwandle. Was soll denn das heißen? Was euch die Natur mitgegeben hat. Ich bin wunderschön. Ihr seid also als Kunde hier. Soll ich euer Gesicht neu gestalten? Das klingt schlecht. Mach einfach mal. Nun gut. Sagt mir nur, was ihr wünscht. Weder das Schöne, noch das widerlich Entstellte liegt jenseits meiner Fähigkeiten. Genau, jetzt können wir unser Face nochmal ändern. Ich könnte ja mal die Hautfarbe ein bisschen ändern. Schön, also grün ist natürlich
Echsenfarben at its best. Nehme ich mal hier so ein Schwarz. Oder waren wir schon schwarz? Ja, nehme ich mal so ein Grün. Gewicht? Hä? Nö. Ach so, das war Körper. Nee. Okay, Kopf. Gesichtsfarbe haben wir ja schon. Schmutz? Nee. Schmutzfarben, Namen haben wir ja diese drei. Drei Namen über dem Auge. Die fand ich auch recht cool. Die lasse ich, glaube ich. Oder ersetze ich die? Nö. Ach komm, das passt schon. Kriegsbemalung? Nee, Farbe der Bemalung. Das war alles Quatsch. Nasenart. Okay. Mit so eine fette Krokodilnase. Ich mach mal hier die Krokodilnase. Ist cool. Nasenlänge. Ist eigentlich schon okay so, oder? Kieferbreite. Nee, Kieferhöhe. Kiefervorstand. Wangenknochen. Lachfalten. Untere Wangenfarbe. Nasenfarbe. Kinnfarbe. Halsfarbe. Stirnfarbe. Ist alles okay. Augen. Augenform. Ist ja okay, oder? Ich will die Spitzen an meiner Seite haben. Danke. Aber schon große Augen so. Augenfarbe. Sieht richtig dämlich aus. Der braucht Katzenaugen. Eine Echse ohne Katzenaugen ist keine Echse. Deswegen bleibe ich bei den ersten. Obwohl, da gab es grüne, ne? Sind die grün? Ja, die sind grün. Okay, nehme ich grüne. Augenhöhe, Augenbreite, Augentiefe, Lidstrich, Lidbla, blub. Braue. Oder soll ich mal einen weiblichen Charakter erstellen? Ich glaube, das geht nicht. Braun. Rand. Ich habe keine Augenbrauen. Ich bin eine Echse. Mund. Mundform. Als ob das bei mir eine Rolle spielt. Ich bin eine Echse. Deswegen habe ich den übrigens auch genommen, weil man da nicht so viel machen muss. Okay. Haare. Eine Echse hat keine Haare. Und jegliche Art von Haar sieht auch scheiße aus. Okay. Rüma Argonia. Fertig. Ja, ja. Passt. Na, bin ich nicht wundervoll? Das macht mich nervös. Ich bin wundervoll. Hallo, Brino. Habt ihr schon etwas für uns? Könnt ihr mir mit Bersi helfen? Habt ihr irgendwelche Tipps auf Klavier? Nö. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Okay, hallo. Ich bin beschäftigt. Habt ihr denn nichts zu tun? Nein, gerade nicht. Hallo. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Was hast du denn so Schönes? Oder hat nur Essen? Idiot. Also gut. Hallo. Macht keinen Ärger. Sonst gibt es Ärger. Weshalb nennt man euch Heuler, Heuler? Man nennt mich Heuler, weil Geheule das Letzte ist, was ihr hört, bevor sie euch zu Grabe betten. Das klingt aber schlecht. Warum? Findet ihr die Namen lustig oder wie? Ja. Auf keinen Fall. Der Name würde mir jedem einen Angst einjagen. Ach ja? Finde ich auch. Ihr seid ziemlich schlau. Hey, hier, nehmt einen aufs Haus. Danke. Helft mir auf die Sprünge. Besser. nein. Gut. Hallo. Ich denke, dass Brynjolf euch alle nötigen Informationen geben kann. Schön. Ich möchte mal in die zersplitterte Flasche. Vorher aber speichere ich. Der Geheim ist noch gar nicht offen. Was ist denn hier los? Sprecht wieder. Ja, Moment. Ich brauch. Haus des Schreckens. Finde den Priester von Boetia. Ah, oder soll ich doch erst das DLC machen? Weiß nicht. Was würde euch denn lieber gefallen? Also, vielleicht würde ich erst das DLC zu Ende machen. Hä? Achso. Lerne die Bedeutung der Proponen, wer. Nee. Nee. Suche von Heim auf. Finde König Olafs Vers. Sprich mit Devin Wallace die Zinten. Hä? Die ist ja schon wieder hergestellt, oder nicht? Ich muss die Schuhe noch eintragen. Wenn ihr euch bringt, hä? Ich hab das doch alles schon gemacht, oder nicht? Ich
bin gerade ein bisschen ratlos. Aber okay. Aber okay. Hey, ich sag ja nicht, dass das Spiel ganz frei von Bugs ist. Vor allen Dingen mit den ganzen Mods, die ich installiert habe. Aber ich will unbedingt diese eine Quest haben. Warum liegt hier ein Eisenstreitkolben? Die mir es ermöglicht, angezeigt zu bekommen, wo diese Steine sind. Weil wenn man alle 24 wertvollen Steine, was auch immer, wie die heißen, einsammelt, kriegt man nämlich einen... Ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, dann kriegt man einen Dietrich, der niemals zerbricht, was schon praktisch ist. Mit meinem Skill natürlich gar nicht nötig, ne? Aber man muss halt machen, was man machen muss, ne? Übrigens wurde das hier auch geändert, dass man einfach so, egal was man sagt, man kriegt trotzdem das Geld. Ist geändert worden. Und zwar ist es jetzt so, soweit ich weiß, dass man mit jedem eine Prügelei anfangen muss. Wollt ihr jetzt was oder nicht? Ich habe eine Nachricht. Ich habe diesem Clown schon gesagt, dass ich eurer Bande nicht eine einzige Münze bezahlen werde. Warum hast du eigentlich rote Augen? Warum kann ich keine bekommen? Das war keine Bitte, meine Frau. Schaut euch doch um. Ich kann dieses Rattenloch kaum noch am Laufen halten. Daran ist der Krieg schuld. Ja, aber nicht ich. Sagt mir nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Elende. Kommt schon, zeigt mir, was ihr drauf habt. Genau, wenn, dann richtig. Ja, die ist nicht sehr stark, deswegen... Verdammt. Fertig! Können wir denn jetzt? Bitte, hört auf, ich bitte. Danke! Nehmt es! Genau. Wir haben die Nachricht erhalten. Ihr solltet eure Geschäfte ab jetzt anderswo tätigen. Ja, genau. Ich habe Mjoll noch nie... Jetzt geht's zum nächsten. Da wird wieder eine Prügelei eingefangen. Es sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Und jetzt laufen hier auch noch all diese Söldner aus Hammerfett. So, der nächste bitte. Wer will noch aufs Maul? Oh, ungern. Was wollt ihr? Was will er denn nun schon wieder? Ich habe ihm doch schon erklärt, dass man einem Stein kein Blut abfressen kann. Man kann es aber versuchen. Ha, das werden wir ja sehen. Ja, die sind alle irgendwie ein bisschen tough geworden. Oder versuchen es zumindest. Aber, es muss halt gehen. Hier. Nehmt euer verdammtes Geld und macht, dass ihr herauskommt. Danke und tschüss. Mehr wollte ich gar nicht. Ich find's trotzdem scheiße, dass wir die erpressen müssen. Ich meine, es gibt bestimmt auch reichere Leute in Himmelsrand, die man mal schnell um Geld bitten kann. Mehr oder weniger. Aber naja. Was sollen wir machen? Oh nein. Oh, das wird nicht nötig sein. Ich weiß, weshalb ihr hier seid. Sagt Brynjolf, er soll sich keine Sorgen mehr machen. Oh, schaut, ich habe sogar die Summe, die ich ihm schulde. Hier, nehmt sie. Das war leichter als gedacht. Dankeschön, lieber Freund. Jetzt werde ich zurückkehren zu Brynjolf. Hallo, Serana. Moment, ich habe doch eine Sachenzähle. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich kann endlich das hier aktivieren. Ja. Tari, Tari, Taro. Ich hab den Drachenschrei. Completo Mundo. Hallo, hast du was für mich? Wollt ihr euch den ganzen Tag das, was ihr hier seht? Halt die Fresse. Ich will nur was verkaufen, nicht was kaufen. Bilde dir nicht so viel ein. Du bist nur eine lächerliche Frau. Das klingt falsch. Verkauf die. Davon habe ich, glaube ich, zwei gehabt. Brauchte ich das? Nein. Brauchte ich nicht. Bestimmt nicht. So, das brauchte ich. Habe ich das schon entzaubert oder habe ich das verzaubert? Das wird weg. Das weg. Oh, na egal. Nimm's einfach und halt die Fresse. Hat's ja nicht. Alles klar. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Staff brauche ich mal. Hast du eben jetzt Staff für mich, Kumpel? Wollt wohl sehen, wie Balimond. Ja, ja, laber nicht so viel, lieber eben Erzkolben geben. Nee. Genau, das brauche ich. Ich nehme alle.
Es kostet mich nicht gerade sehr viel. Nee, gar nicht. Oh, mein Herz blutet. Nakrin, werdet du niemals bekommen? Was ist das denn für ein Deutsch? Wirst du niemals bekommen. Rüstung, okay. Habe ich sonst was für dich? Ich habe doch bestimmt, Gold jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht. Kannst du eigentlich haben, hier. Ich habe doch bestimmt ein paar Diamanten, oder? Natürlich nicht. War ja klar. Wenn, ihr wenn man mal welche braucht, ne? Dann sind auch keine da. Finde ich ja ein bisschen zum Kotzen. Aber... Wat mut, dat mut.